Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Pokémon TCGO Video mit und gegen Items. Neue Woche, neues Glück. Wir öffnen Echo des Donners Booster Packs, die zweite Hälfte des Displays, wo mir ein Booster Pack hinter dem Tisch gefallen ist. Es fehlt nämlich eins. Ich habe wohl einen Code nicht richtig eingegeben. Das ist aber nicht so weiter schlimm. Ich mache Items trotzdem fertig und öffne das erste Pack. Ja, mal gucken, worum wir heute bauen müssen. Der Items, der hatte schon eins. Also der Items hat schon seine Packs geöffnet. Die können also direkt rüber auf seinen Channel gehen und sein Opening gucken. Denn da ist was Feines bei. Unter anderem Celebi in der Reversed und Knuddeluff. Knuddeluff. So, okay. Wir müssen halt auch jetzt schon mal langsam schauen, welche Richtung wir heute gehen wollen. Denn die GX-Karten, die wir nutzen dürfen, dürfen nur aus dem Pack jetzt hier sein. Nicht die alten, alle anderen Karten dürfen schon benutzt werden. Wir haben auf jeden Fall Lavita und Pupita schon mal. Da ist schon mal ein Anfang. Ne? Brauchst du nur ein Despota, ne? Ja. Evo. Ninjatom. Einmal wegen deines Zuges kannst du alle an diese Pokémon eingelegt halt auf der Outlay-Stelle, die deine Pokémon auf deine Ausrüstung anlegen. Wenn das Pokémon in der Karte angelegt ist, kann man wieder nimmt. Okay. Ja. Nicht das, wo wir hinwollen. Wie gesagt, wir brauchen so ein bisschen was. Wir müssen schauen, was wir kombinieren. Das hier gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Ja, ist okay. Ist nicht schlecht. Er ist so glücklich. Wenigstens eine GX, weißt du, also ein Frontschwein brauchen wir, aber dafür brauchen wir trotzdem seine Vorentwicklung. Hattest du die nicht schon gezogen? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Ich hatte sie, die darf ich ja nehmen. Das, also ja, sowieso. Deswegen. So. Ja, wir müssen mal schauen, welche Richtung. Feuer könnte man machen. Oh, ein Reptane hast du dabei. Ja, das wäre natürlich eine nicht optimale. Ja, Kapuriki ist auch gut. Dieses Pokémon kann Leuchtbezüge und deines nächsten Zuges nicht einsetzen. Also du hast für 3 Energien 120er Angriff. Ja, und als Basis-Pokémon ist halt schon gut. Du kannst dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank austauschen. Wenn man davon 2 hätte, ist das natürlich geil, weil du halt hin und her switchen kannst. Du musst aber auch alle erstmal mit Ding versorgen. Ja, müssen Energien beide versorgen. Vorbereitet werden. Da ist wieder das Flaggemon. Das hatte ich sogar noch gar nicht, steht neu dran. Aber es reversed ist reversed. Ah, okay. Ja, Papinella, das lohnt sich nicht, weil es halt eine Dreier-Chain ist und das am Ende halt rauskommt. Kann schon einsetzen. Hm. Ja, du müsstest damit ein. Ach nee, das ist halt kacke. Ah, oh, das ist nicht gut. Aber wir haben ja noch. Natu nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Oh, das sieht doch gut aus. 2 Reverse hier. Reverse ist schon was Gutes. Kyurem als Base. Ah, vielleicht will er mich wirklich nach Elektro forcen. Einmal während deines Zuges kannst du dir deine Handkarten auf den Ablasschein und 4 Karten ziehen. Das ist gut. Und für 2 Energie 60 Schaden kann man halt schnell mal reinschmeißen. Kannst aber auch schnell Decktot gehen mit dem. Nicht, dass das jemals ein Problem war. So, Genesekt. An dieses Pokémon können bis zu 2 Pokémon-Ausrüstungen angelegt werden. Wenn es diese Fähigkeit verliert, lege von ihm so lange Pokémon-Ausrüstungen auf den Ablagestapel, bis noch eins verbleibt. Okay, ist klar. Salve 130 und Knacker GX. Der Schaden dieser Attacke wird durch Resistenzen nicht verändert. Ah, okay, also, den kannst du, der ist ziemlich base, den kannst du gut spielen. Vor allem halt auch wieder was, worum du da vorher ja schon gesagt hast, dass es interessant aussieht, wenn du davor schon den Stählernen gesehen hattest, den anderen Stahltypen. Ja. Hier den Käfer. Ja. Ich will den Namen nicht falsch aussprechen. Da. Ja, hier, den da, genau. Magiana. Der hat ja auch noch eine Endentwicklung, ne? Dann haben wir hier Rockara. Juwelenkopfmann, Alola Snubilikade. Es ist das hässlichste aller Snubilikatzen. Das ist halt echt nicht schön, ne? Oho, wow, okay. Tornupto. Suicune GX, ja? Du hast da vielleicht deine normalen Hühnchen gezogen, ja? Nicht Sonnenbiest. Einmal während deines Zuges, wenn sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, kannst du es und alle angelegten Karten in dein Deck mischen. Kannst du es und alle. Okay, wenn es halt von der, also aus dem Kampf nehmen, wenn es low ist, wieder ins Deck mischen. Genau. Während des nächsten Zuges deines Gegners fügen Attacken des Verteidigenden des Pokémon 30 Schadenspunkte weniger zu.
und tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf der Bank aus. Okay, das heißt, du kannst mit der GX-Attacke abhauen und dann mit Phantomwinde dich sozusagen im Deck neu auslegen. Ja, mal schauen, was die Kombo wird. Das ist ja das Problem, ja. Was wird kombiniert? Der Donnerberg ist schon mal gut, weil ich ja diese zwei Elektro mit Kapuriki und so, vielleicht nehme ich den mit rein. Ein Lapras. Ein Lapras in einem Oldschool-Artwork. Hat Lapras eigentlich jemals eine Mega-Entwicklung bekommen oder sowas? Boah, Alter, da musst du mich wirklich nicht fragen. Bei der Mega-Entwicklung bin ich raus. Es gibt ja, sehr viele. Halt auch. Oh, Viridium GX. Ich hasse es. Ziehe zwei Karten. Wenn du eine Unterstützungskarte während dieses Zuges deiner Hand gespielt hast, führt dieser Tag 80 Schadenpunkte mehr zu. Das ist gut. Nimm beliebig viele deiner Pokémon im Spiel und alle anjährigen Karten auf deine Hand. Okay. Ja, aber alle angelegten Karten, behalten die denn ihre Schadenswerte? Also Giftmarken und so Zeug? Nee. Wenn sie auf die Hand kommen, ist er geheilt. Heitara! Wirf eine Münze für jeden an dieses Pokémon angelegte Energie. Die Attacke für 80 Schadenspunkte pro Kopf. Alter, es kann 240er Nuke-Attack werden. Kannst ja mehr. Kannst ja auch 8 Energiekarten anlegen. Gibt es nicht ein Maximal, was man anlegen kann? Mehr 6 geht auf jeden Fall. So. Okay, gut. Ich glaube nicht. Ich glaube, ab 6 wird es eine Zahl. Dann müsste eine Echt? Zahl drin stehen, ja. Alter. Ah, nur 160 Leben. Ist natürlich klar. Kann halt schnell geone-shotted werden. Müsste man noch ein Defense-Objekt dran packen. Meganie. Das ist ziemlich nice. Also diese Art von Meganie ist cool, weil einmal während deines Zuges kannst du diese Fähigkeit einsetzen. Wähle eins deiner Basis-Pokémon im Spiel. Wenn du eine Phase-2-Karte auf der Hand hast, die sich aus jedem Pokémon entwickelt, lege sie auf das Basis-Pokémon, um es zu entwickeln. Klar, du kannst diese Fähigkeit während deines ersten Zuges oder für ein Pokémon, das in diesem Zug ins Spiel gerade ist, einsetzen. Das heißt, du könntest direkt leveln. Also du könntest direkt entwickeln, okay, ohne einen Zug zu warten. Das heißt, du könntest in Turn 2 schon Meganie liegen haben. So, das wäre halt ziemlich crazy. Und dann noch irgendwie eine Karte spielen, die Energie an dein Pokémon anlegt. Und dann bist du Runde 2 schon ready. Also halt ein Burst. Steckmark. Ja, ein paar wieder Trainingkarten dabei. Echt, Natol und Nachtara. Taramann. Vorletzte. Uff. Ja, auf jeden Fall ein bisschen was an GX gezogen. Ja, Suicune nehmen wir auch noch normal mit, wenn es sein muss, ja. Ja, deine momentan beste ist Suicune GX, oder? Können wir gleich gerne nochmal durchgucken. Ich würde jetzt auch auf Anhieb sagen. Ich weiß nicht, was dann... Oh, oder diese Ultra-Beste hier. Ja, warte, gucken wir uns das einfach mal an. Sammlung. Pokémons. Echo. The Donners. Kräfte des Donners. Absteigend. Shit, nach was sortiere ich denn? So ist nach Zahl. Genau. Kann ich schneller durch? Da war sie Cune gerade. Ja, wir gucken, ob wir eine Rare haben. Die müsste ja dann hinten sein. Das hier. Ne, das habe ich nicht heute gezogen, oder? Ne, das hast du nicht heute gezogen. Ich habe das in normal. Das ist die Secret, genau. Und ich habe das gerade nochmal gezogen. Also entweder das da, genau, das Genzeck. Ja, das glaube ich, das spielt aber nicht mehr. Also alleine vom Pokémon her. Natürlich ist Spielbarkeit für den Wert immer noch wichtig, aber ein Glurak, selbst wenn die Karte schlechter wäre, ist meist immer noch mehr wert als ein Dingen. Ich glaube, Suicune GX ist besser. Kannst du aber aussuchen, wenn du willst. Ja, also ich würde um Suicune spielen. Ja. Okay, dann basteln der gute Adams und ich jetzt ein Deck. Und morgen, selbe Zeit, selbe Stelle, selbe Welle, wird sich duelliert. Und bin ich mal gespannt, ob wir jetzt ein besseres Deck bauen können. Also Leute, bis morgen. Macht's gut, bis dann und ciao.